Meine Biologiekollegen sind also verantwortungsvoll. Diese Geier. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigen nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Nebeneffekt aufgetreten ist. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat... Und Gwen. Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killerroboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, ich bin sicher nicht nur hier eingebrochen, um ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier rausholen. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen Sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber es interessiert wahrscheinlich keinen. Neues Upgrade. Ich befreie. Verdammt. Eine der größten Gefahren aller Zeiten aus dem Irrenhaus. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Ist super für deinen Ruf. Aber Upgrades. Freier Connors. 3 Audiobeweise, die ich finden kann. Und ein Update. Angriffsschaden. Am besten Angriffsschaden. Wenn sich irgendwer wundert, was ich gerade versucht habe bei diesem Roboter. Ich habe versucht, Dingens, ihn zu besiegen, ohne den Boden zu berühren, weil es dafür ein Achievement gibt. Andererseits, naja, ich wäre wieder gescheitert. Aber das hier auf PC ist, würde ich es sowieso nicht kriegen. Von daher. So, Arkham Asylum, irgendjemand? Oh. Ich würde gerne mit dir hüpfen, aber ich springe zu hoch. Wer bist du denn? Du bist... Irre. Boah, die Kamera versucht gerade, mich zu zwingen, in eine Richtung zu laufen. Oh, ja, okay. Geh ja schon weiter, Kamera. Suspicious, Monsieur. Sehe ich hier irgendwas, wenn ich genauer rangucke? Ne, leider alles unlesbar. Oh, die Cafeteria. Ist auch keiner da? Wer hat denn heute Putzdienst? Hm, okay. Offenbar keine Putzdiensttafel. Sieht doch gut aus. Connors kommt wegen guter Führung früher raus. Hey, super. Geh sofort weg da! Nein, nein, echt jetzt? Nein! Notfallentriegelung! Überbrückung ist unmöglich! Die Patienten können raus! Das ist deine Schuld! Du musst mir helfen! Ich soll dir helfen? Was sollte der Stromschlag? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos, aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen! Verschwinde von hier! Ich geh schon, aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. Herhör! Ab zurück in die Zellen zum Schlafen, okay? Schlimm, diese Leute. Kein bisschen Vertrauen zu uns. Du musst echt klebrig sein, um sowas abzuziehen! Voll lustig! Aua! Du bist jetzt erledigt! Weh! Das sah nicht gut aus! Gleich auf! Rettung
klitzekleine Stadt. Vielleicht sollte ich nicht kaum Ausstatter werden. Ab der Uhr, das Bauhaus. Oh, das wird wehtun. Nicht zum Verbrecher, ja, schick. Leute, ich wollte gerade gucken, ob ich jemanden an die Decke genetzt habe. Habe ich offenbar. Da kommen noch mehr Treffer. Spider-Man, den Korridor entlang und dann nach links. Ich warte dort. Hey, Moment! Schätze, er kennt sich hier ganz gut aus. Zeit, die Leute in die Zellen zu bringen und die Verletzten zu versorgen. Alles für den Doc. Oh, ich dachte, du gehörst zu ihnen. Sie sind überall. Du musst den anderen helfen. Ich dachte, dieser Job wäre leichter. Leichter als welcher Job? Hat man gerade eben so lustige kleine... Da war gerade ein lustiges kleines Detail. Er hat seine Schulter aufgeladen. Es wird zu viel geredet in diesem Spiel. Andere schreiben Forensignaturen, wir haben einen Signature-Move. Wir haben noch mehr Schmerz. Wir als einzige noch übrig sind. Wer ist da? Ja! Jahoo! Peter, hier drüben. Ich öffne das Tor. Oh, tausendmal danke. Memo an mich selbst. Klopf, klopf, Witze raussuchen. Sei vorsichtig, hier bricht alles einfach zusammen. Alles klar. Warten Sie auf mich? Natürlich. Die Überwachungsmonitore zeigen, dass der Gang frei zu sein scheint. Du hast ein Aufmerksamkeitsproblem, oder? Ich meine, du sperrst mich so lange ein, bis du fertig geredet hast. Gut. Zumindest ein paar Türen sind noch zu. Der Zirkus wird langsam anstrengend. Wir werden sterben. Alles okay? Ich werte das mal als ja. Du könntest übrigens aufhören, wieder so komisch zu laufen. Da war wieder das Netz aufladen. Alarm! Sicherheitssystem versagt! Schließmechanismus deaktiviert! Tanzen wir, Spinnenjunge! Und uns sperren sie hier ein! Ist klar! Also, du kannst auch ab, wenn du willst. Kommt noch mehr Treffer! Juhu! Einmal Zähne raus! Kommt sofort! Das sah nicht gut aus! Auf jeden Fall sind sämtliche meiner Sprüche überflüssig geworden. Doc, bitte einmal die Tür öffnen. Doc? Ah, ein Hebel. Interagieren und... Haha, die Tür ist offen. Und wieder zu. Seltsam. Ich habe noch mal im Kalender nachgesehen und die Tore sollten sich heute nicht öffnen. Feuervögel, flüssige Geister und die große Marionette hätten uns heimsuchen müssen. Hier stimmt was nicht. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich vermuten, wir sind in einer Irrenanstalt gelandet. Oh, da muss ich runter. Ich bin immerhin der Laundry Sheriff. Ach nee, bin ich gar nicht. Ich bin mit dem Laundry Sheriff um eine Ecke verwandt. Ich wohne bei ihm. So, was macht mich das? Zum Laundry Kid? Captain Laundry. Was? Wieso weinst du? Ich hab nichts damit zu tun, aber du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nie. Hör auf! Dad wird davon erfahren und dann bin ich wieder gewesen. Schon wieder! Ich sag das immer nix. Ich bin fies. Bleib einfach hier, Kumpel. Zack. Bum. Tada. Okay, jetzt ganz leise infiltrieren. Keiner wird mich sehen. Keine Behandlung mehr. Ich hatte genug Therapien. Nein, keine Behandlung. Lasst mich gehen. Los,
hol ihn dir aus der Übung. Wow. Willst du mal kosten? Wir haben noch mehr Schmerz. Er ist da. Feuer, Feuerwehr. Okay. Ich brauche wirklich gute Klopfklopfplätze, wenn es so weitergehen soll. Ja. Na los! Das ist irgendwie zwanghafter, immer wieder nachzugucken. Der Zipfer sieht ganz gut aus. Was muss ich da machen? Ah, okay. Hey, ich war noch nicht fertig. Ich habe bestimmt wieder Punkte, die ich nicht benutzen kann. Oh. Oh. Don't worry, be happy. Du, 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 du. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Los, gehen wir. Okay. Mein Gute-Taten-Pensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute, wir sind fast draußen. Wenn wir durch den Lagerraum sind, kommen wir in den Innenhof. Gibt's auch was Schlechtes, Doc? Wir sind nicht die Einzigen, die hier raus wollen, mein Freund. Freiheit! Unlesbar! Ist das hier vielleicht der Putzplan? Ist das gleich wie vorhin? Und glauben Sie, dass Ihre Zeit hier gut für Ihre geistige Gesundheit war? Hallo, Wilson Fisk. Kennst du schon die Critical Mass-Witz? Ich hab ihn leider vergessen. Ja, das ist gut. Tanzen wir einfach die Probleme weg. Zumindest einer sieht glücklich aus. Wir zwei tanzen später. Mentale Gesundheit ist ein Teil der Gesundheit. Der guten Gesundheit. Blödsinn. Gibt's auch schlechte Gesundheit? Wilders. Hat sich jemand? Hoffentlich nicht. Feuerlöscher. Feuer. Wasser. Warum brennt das hier? Na dann mal weiter. Geht's kalt. Ist hier unten vielleicht? Wusste ich doch. Lass mich mal runter. Nee, von da kommen wir. Oder kommen wir von da? Was ist da eigentlich drin? EFPCTOZVLPEDD. Jetzt wird schon wieder schwerer. Was haben wir da? PEOFZY und der Rest ist unlesbar. Brauche ich eine neue Brille? Puh, ausgelockt. Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Nöten. Ich sage später Danke. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. Ach, sei doch nicht so. Nimm lieber die Spur auf, die Frau brauchen wir bestimmt noch. Ich möchte es nicht wissen. Netzig! Okay. Anvisieren und los! Verdammt! Ja. Eigentlich wollte ich nur den Container auf euch werfen. Du bist erledigt! Juppie! Tschüss, Leute! Bis die Tage. Connors. Gleich. Erstmal nichts. Hinterher! Jetzt musst du mich wohl durchlassen. Wenn du mir sagst, wo ich durchkomme? Ja. Lüftungsschacht. Die Luft ist rein. Wir sehen uns draußen. Könntest du dafür sorgen, dass niemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei.
Du hättest drin bleiben können, bis die Leute aufgehört haben zu schießen. Aber nein, warum? Wäre ja logisch. Hilfe, Feuer. Okay, bringt mir absolut nichts hier oben. Also rein ins warme Heiß. Wenn es das kühle Nass ist, was ist denn Feuer? Hallo? Snipermann. Burn, burn, burn. It's like ring of fire. Okay, ich schätze mal. Ich muss da raus. Ist egal, wer gewinnt. Hauptsache, es ist vorbei. Dich habe ich. Bereit zum Aufgeben? Ich hätte den Typen nicht runterschmeißen dürfen. Pass lieber auf, sonst. Genau. Verdammt. Schlafen legen. Wow. Nein, nein, nein. Ist hier noch irgendwo ein Scharfschütze? Du gehst zuerst und... Ja. Okay, das war eindeutig zu lange nachgedacht. Du gehst zuerst. Und... So, Jungs, und jetzt nach da oben. Da! Das ist der, der dich hinter dem Rücken schlecht gemacht hat. Wer, ich? Finde ich toll. Er kann mich sehen, ich ihn aber noch nicht wirklich. Spürst du es? Zack. Wer muss das sein? Das war bang. Und irgendwie... Das ist meins. Das war... Kämpfst du gegen mich oder nicht, Spider-Man? Ja. Zeig mir, was du kannst. Prinzipiell schon. Aber wir müssen noch den Rest des Vertrags aushandeln. Ich meine, ich kann ja nicht gegen jeden kämpfen. Kommen wir da hin. Ich will nicht egoistisch sein. Du tötest. Ich will ja bei Weitem auch nicht egoistisch sein, aber niemand tötet mich. Ja, was vor? Zack. Danke, Peter. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gern mal eine Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Cops. Natürlich. Schnallen Sie sich an, Connors. Wilde Fahrt.